Ich muss den Stein in Sicherheit. Ja, und ich muss mir eine bessere Schusspolitik einfallen lassen. Offenbar hat Spider-Man auch Probleme mit dem Zielsuchsystem. Weiter aber überspringen. Nein, jedes Mal, ich sehe schon. Huch, was ist hier denn los? Ich muss erst die Kondensatoren an den Seiten ausschalten. Falls mich Elektro vorher nicht röstet. Hier gibt es eine Menge Zeug, was man kaputt hauen kann, ich sehe schon. Erst du, dann die Welt. Wieso nur habe ich den Eindruck, als wären seine Schüsse One-Hit-Kills? Sonst würde er so eine Sprüche nicht ablassen. Erst du, dann die Welt. Tritt! Wäre auch zu schön gewesen, wenn es hier irgendwo hingehen würde. So, das war's in der Ecke hier, ja? Ach ja, genau. Es existiert kein Kamerading. Hä? Ach, da hinten geht's weiter. Gibt's hier noch was? Nein. Elektro ist nicht aufzuhalten, wenn ich das hier nicht sofort beende. Ich muss alle vier Leiter zerstören, um den Turm auszuschalten. Aua, das tat weh. Da, der Saft wäre abgedreht. Und jetzt? Das wird unser letzter Kampf. Ah, dann lass dich doch mal blicken, oh Lord. Ah, da bist du ja. Oder auch nicht. Kann ich dich irgendwie hauen? Wahrscheinlich auch nicht. Na, wie ist das, Spider-Man? Nervig. Und ansonsten nervig. Überwiegend nervig. Immer wenn ich ihn gerade vom Visier habe. Ein Lichtschwert? Das wird unser letzter Kampf. Ja, und ich sehe offen gesagt keinen Weg zu siegen. Denn bevor ich mich zu dir umgedreht habe, bin ich schon wieder am Boden. Als Blitz ist Elektro unverwundbar. Ja, und wie soll ich ihn bitte umwandeln? Ich bin härter. Bevor du auf die Idee kommst, mal dein Netz zu benutzen, liegst du wieder. Das war's für dich. Vielleicht mit dem Blitzableiter. Komm, Elektro. Du sollst hier in diesen verdammten Blitzableiter reinschießen. Los. Bringt offenbar nichts. Dein letztes Stündlein abgeschlagen. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite noch irgendwas. Hm. Hier komme ich nicht rein? Nein, warum auch? Hat sonst noch irgendjemand eine Idee? Wir haben Netz ausprobiert, geht nicht. Wir haben Schlagen ausprobiert, geht erst recht nicht. Wir haben Entkräften versucht, geht auch nicht. Ich versuche klettern, geht ebenso wenig. Andere Richtung. Halt dich zurück, ich spiele ja gleich mit dir. Du sollst winseln, Spidey. Du sollst winseln, Spidey. Ich bin härter als du.
Erst du, dann die Welt. Das wird unser letzter Kampf. Ey, das ist hier echt Glück, wie die scheiß Kamera steht. Das wird unser letzter Kampf. Ich hab keine Lust mehr auf deinen letzten Kampf. Spiel war schon vor 5 Leveln scheiße. Nein, eigentlich war es ab Level 3 scheiße. Okay, den Typen in seinen riesen Blitzableiter reinzudonnern, bringt also auch nichts. Wir sind offiziell die Ideen ausgegangen. Ich kann nicht mehr Patronen tragen. Ich mach dich fertig. Es bringt doch nichts. Es bringt einfach nichts. Winsle um Gnade. Das wird unser letzter Kampf. Du sollst winseln, Spidey. Ist das ein Bug oder was? Ich kann nicht mehr Patronen tragen. Der ist schon omnipotent. Da kann man nichts mehr machen. Tut mir ja fast leid. Würde mir fast leid tun, wenn es hier irgendwie jemanden gäbe, der mich irgendwie scheren würde. Aber im Moment, das Einzige, was mich hier freut, das Kostüm. Ich will da rein. Vielleicht dieser Grill hier auch nicht. Das wird unser anderer Versuch. Ach ne, warte mal, wir starten das Level lieber gleich neu, aber sonst müssen wir uns wieder diese dumme ich muss Zeitung den Stein ansehen. Irgendwelche schlauen Kommentare, was wir machen sollen? Elektro ist nicht aufzuhalten, wenn ich das hier nicht sofort beende. Das wird unser letzter Kampf. Ich muss alle 4 Leiter zerstören, um den Turm auszuschalten. Hey Elektro, wie soll ich das kaputt machen, wenn du keine Ruhe gibst? Sag mal. Ein Lichtschwert? Da, der Saft wäre abgedreht. Und jetzt, du Schlauberger? Können wir hier hintergehen? Was passiert hier? Hier passiert auch nichts. Ich muss erst die Kondensatoren an den Seiten ausschalten. Bevor was passiert? Falls mich Elektro vorher nicht röstet. Griff bitte ein einziges Mal, damit wir weiter können. Das wird unser letzter Kampf. Ich befürchte fast das nicht. Denn wenn ich jetzt wieder ohne Ahnung rumrenne, dann muss ich mal wieder im Internet nachsehen, ob die irgendeine Ahnung haben, was ich noch mit dem Typen machen muss, außer seine Spielzeuge zu vernichten. Ich meine, ich habe hier diese wunderschönen Blitzableiter, die aber absolut nichts bringen. Das wird unser letzter Kampf. Ist ja jetzt auch nicht so, als könnte ich ihn irgendwie mit dem Netz hier reinziehen. Ist das. Nee. Das war's. Das geht für einfach mich. Nicht. Das wird unser letzter Kampf. Als Blitz ist Elektro unverwundbar. Also musst du was tun, du Schlauberger? Hm? Mir fällt nichts ein, außer ihn hier als Blitzableiter zu benutzen, was nicht funktionieren wird. Weil das Spiel nicht so kreativ ist.
Das Spiel bietet mir an zu schlagen und zu schießen. Weder schießen noch schlagen funktioniert. Also muss ich noch irgendwas anderes ausschalten, aber ich sehe nichts anderes mehr. Ist vielleicht noch ein Gebäude auf der anderen Seite oder sowas. Und es ist einer dieser Assi-Spiele, wo man erstmal, weiß ich wie, die halbe Energie verloren haben muss, damit der Endcharakter feststellt, oh, ich könnte hier noch was machen. Ich kann nicht mehr Patronen tragen. Ja, so viel Netz, wie hier rumliegt, bin ich fast der Meinung, wir brauchen Netz. Ah ne, warte mal, bei Hammerhead lag auch nur Netz rum und Netz war das Einzige, was wir nicht gebraucht haben. Das wird unser letzter Kampf. Vielleicht kann ich ihn mit so Netzfäusten umhauen, das weiß man ja nicht. Ich bin härter. Ja, ich merk schon. Ich bin härter als du. Na, wie ist das, Spider-Man? Ich hab grad ein bisschen Energie verloren, oder bilde ich mir das ein? Geh zu Mama! Hat er vorher auch schon so ein Fitzel gehabt? Oder hat es wirklich irgendwas gebracht, was ich hier gemacht habe? Dein letztes Stündlein hat geschafft. Ich meine, klar, minimal, aber... wahrscheinlich auch nur auf 180p zu sehen, weil das ein einziger Pixel ist, der da in der Energieleiste fehlt. Okay. Ich sehe mal nach, ob es irgendeine andere Lösung gibt, ne? Bis gleich. Genauso wie ich gedacht hatte. So viel hat das Spiel nicht zu bieten. Also versuchen wir uns jetzt hinter so einem Ding zu verstecken. Na, wie ist das? Während er jetzt mal da reintreffen muss, was allerdings auch schon so ein Problem für sich darstellt. Na, wie ist das? Außer nervig? Keine Ahnung. Willst du nicht eher mal einen Blitz hier reinschmeißen oder so? Nein? Huhu. Es funktioniert. Die Generatoren machen Elektro verwundbar. Auf die Fresse. Aua. Elektro hat jetzt auch elektrische Minen. Egal, das kriegen wir hin. Wir müssen nur unseren Superschlag benutzen. Zeit zu sterben, Spider-Man. Komm, Lecky, Lecky. Mach einen Blitz. Das ist so ätzend. Huhu, Lecky. Blitzchen. Na? Ein kleiner Blitz. Und es geht ohne gleich wieder Elektromind zu werden. Ja, ich merke schon. Also was das Fertigmachen angeht, hat dieses Spiel einen echt guten Job geleistet. Mann, wie oft fällst du denn noch drauf rein? Keine Ahnung, wie oft fällst du noch drauf rein? Du sollst winseln, Spider-Man. Ja, ja. Wow. Natürlich. Steh auf. Und hau ihn um. Ich mach dich fertig. Ja, nachher vielleicht. Ach, oder auch jetzt. Ist ja mal drauf. Bis der mal echt darauf einschlägt, ist immer. Weiß ich, wie viel Zeit lang.
Das will ich sehen, wie du dich daran auflädst, Elektro. Vor allem jetzt. Okay, was ist jetzt passiert? Wir haben wahrscheinlich nur... Der Beweis, dass das Gute gewinnt, weil das Böse zu blöd ist. Wieso? Wir waren selber zu blöd, weil wir nicht einschätzen konnten, wie dämlich dieses Spiel agiert. Ah, naja, fast. Uah. Mann, ey. Diese Schockwellen sind echt nervig. Zeit zu sterben, Spider-Man. Ja, ich weiß. Erst du, dann die Welt. Finde ich aber nett, dass du mir so große Priorität zuordnest. Das wird unser letzter Kampf. Wieso ist dein Geblitze eigentlich gelb? Man merkt eindeutig, dass es aus der Vorzeit. Aus der Vor-Avatar. Irgendwann. Er flackert. Ich hab wohl sein Gerät kaputt gemacht. Ich mach dich irgendwann wurde blauer Strom total in. Erst du, das Witzige ist, ich auch blauen Strom, fällt mir gerade ein. Im Prinzip hat nur elektrogelben Strom. Wow. Wo ist er? Da ist er. Finsle Ungnade. Ja, wir wären jetzt wahrscheinlich schon fünfmal tot oder so. Keine Ahnung. Das wird unser letzter Kampf. Ach komm, weil du es bist. Ich nehme mal einen anderen von diesen Dingern. Ah, und gerade jetzt sind meine Hände Netzhandschuhe wieder raus. Der flackert. Ich habe wohl sein Gerät kaputt gemacht. Nur noch zwei, drei Schläge, dann ist auch egal. Und ich wollte gerade aufwarten mit mehr Zeug. Na, wie ist das, Spider-Man? Andauernd am Boden zu liegen, während man eigentlich schon seit einer Stunde fertig sein wollte. Na, wie ist das, Spider-Man? Ja, du hast recht. Hey! Man schießt nicht durch diese Dinger durch, die waren teuer. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Wow! Kuckuck! Blow Final! Idiot! Der Beweis, dass das Gute gewinnt, weil das Böse zu blöd ist. Richtige Tor rettet die Stadt vor. Ich brauche einen neuen Agenten. Oder überhaupt mal einen? Full House, Asse vor König. Ich gewinne! Ich hasse Pokern. Ich war so kurz davor! Wenn Spider-Man nicht gewesen wäre, wäre ich ein Gott! Ach, halt den Mund! No! Kennt jemand ein anderes Spiel? Ich kenne nur Poker. Nein, aber vielleicht die anderen. Hey, ihr! Könnt ihr Mau Mau spielen? Wes Merritt ist ein Mutant. Ich wusste es. Ob er bei den X-Men anfangen kann? Na, einer muss sich ja um die Bösen kümmern. Hey, den kenne ich. Das ist Spider-Gap. Ich könnte schwören, das hat er letztes Mal schon gemacht. Wo ist der hin? Okay, da geht jemand auf Nummer sicher. Wow,
Und Windows beherrscht er auch. Boah, die sieht ja gefährlich aus. Ach komm, Carl, das ist schon das dritte Mal in dieser Woche. Dave bringt keinen Debugger und keinen RAM außer Fassung. Ben macht denselben Blödsinn wie immer. Nette Textur, toller Kontrast. Brent, diesmal redest du dich nicht raus. Vielleicht gibt es noch mehr davon. Ich sehe mich besser um. Jim, du bist wirklich bewegend. Wer braucht schon Milestones, wenn man Netz schwingen kann? Was? Waren das jetzt alle dummen Kommentare, die du hast? Gut. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass es das mit Spider-Man 2 Enter Electro war. Und somit auch das ruhmlose Ende der vierten Retro-Staffel. Nein, ich bereue es nicht, dass ich gegen Ende nur noch mit diesem Unverwundbarkeitsanzug rumgerannt bin, denn offen gesagt, wir hätten ihn sowieso andauernd wieder eingeschaltet. Machen wir uns doch nichts vor. Wir hätten jetzt auch noch versuchen können, uns da durchzuschlagen, ohne alles, aber ganz ehrlich, ich will auch mal fertig werden. Immerhin haben wir es nicht abgebrochen, das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Positiv überrascht bin ich in dem Fall davon, dass wir quasi den Superior Spider-Man spielen konnten. Dadurch, dass wir beim Superior Spider-Man einfach nur das Alex Ross-Kostüm abgekupfert haben. Der Rest am Spiel, ja. Ich habe oft versucht zu entschuldigen, dass die Steuerung einfach dem Konzept des Spiels hinterherhinkt. Vielleicht ist dem auch so, aber gegen Ende, muss ich sagen, hat es mich nur auch angekotzt. Und dafür habe ich auch noch Geld ausgegeben. Ich hoffe nicht zu viel, ich habe vergessen, wie viel es war. Naja. Gut, wie geht's dann weiter jetzt? Sobald ich die fünfte Staffel anfange, was ich nicht versprechen will, dass das so bald passiert, da geht's dann erstmal weiter mit dem Game Boy Advance Spiel. Und zwar, wie heißt es noch gleich? Irgendwas mit Mysterio. War das Menace of Mysterio oder Mysterious Menace oder so? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Mysterio. Und danach geht es dann weiter mit einem weiteren Game Boy Advance Spiel, und zwar der Advance Version des ersten Spider-Man Filmspiels, was damals rauskam. Dann dürfte man theoretisch weitergehen zum PC-Versionchen von Spider-Man 2 und zur PS2-Variante von Spider-Man 3. Und damit wäre dann die fünfte Staffel komplett, was dann quasi so unterm Strich als die Low-Budget-Version der Filmspiele liegt. Kann man Low-Budget sagen? Mehr Low-Tech. Weil es gibt ja von jedem Spiel mehrere Sachen. Das haben wir in dieser Staffel haben wir das ganz gut gesehen. Da gab es auch Spider-Man 1 und 2 für Color, für den Game Boy. Und dann Spider-Man 1 und 2 für PlayStation. Die sind beide im gleichen Jahr rausgekommen, sind im Prinzip das gleiche Spiel. Nur auf anderen Plattformen. Mit anderen Gegnern. Ja, gutes. Until next time, true believers. Excelsior! Danke, Stan. Ist im Prinzip das gleiche Spiel gewesen. Nur mit anderen Inhalten. Und genauso wird es in der Filmreihe auch sein. Nur wird das dann in zwei Staffeln aufgeteilt. So. Welche Kostüme man freischalten kann, habt ihr ja schon gesehen. Von daher würde ich mal sagen, als dann, bis dann. Ende der Staffel.